Herzlich willkommen. Mein Name ist Christian Freisleben von der Fachhochschule St. Pölten. Ich bin mit dem Josef Buchner von der PH Niederösterreich verantwortlich für die Organisation und Umsetzung der Konferenz Inverted Classroom and Beyond am 20. und 21. Februar an der Fachhochschule St. Pölten. Und ich habe hier eine unserer Referentinnen bei mir, wo ich Sie bitte, Frau Baglioli, dass Sie sich vorstellen, bitte. Also mein Name ist Christa Baglioli. Ich bin Mitarbeiterin am Fortbildungszentrum Hochschullehre an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg und dort zuständig für den Bereich eigentlich fachspezifische Hochschuldidaktik. Gut, wir starten mit einem kleinen Word-Wrap. Das heißt, ich werde Ihnen Sätze zuwerfen, die sich alle auf Sie beziehen, wo Sie in einem, zwei, drei Worte einfach spontan was dazu sagen. Also, das größte Potenzial vom Inverted Classroom-Modell, das ist für Sie? Dass die Teilnehmer stärker in die Verantwortung genommen werden. Wunderbar. Jemand, der oder die mit Inverted Classroom Modell beginnen will, ist zu empfehlen? Das schrittweise zu tun. Ja, genau. Eine oft zu hörende positive Rückmeldung von Lernenden zum Inverted Classroom Modell ist? Dass sie mehr Zeit haben, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Am stärksten merken Sie selber im Lernen Veränderungen durch das Inverted Classroom Modell an? Können Sie die Frage nochmal wiederholen? Ja, also am stärksten merken Sie Veränderungen durch das Inverted Classroom Modell. Woran merken Sie die am stärksten für sich selber in der Lehre? Also ich merke es eigentlich an den Rückmeldungen, die ich bekomme von den Teilnehmenden, dass man an den Leistungen oder an den Sachen, die sie einbringen, eigentlich viel deutlicher sehen kann, ob sie was verstanden haben oder nicht. Ja, das heißt, Ihr persönliches Motto zum Thema Inverted Classroom Modell, das wäre, also das darf auch ein Satz sein, also so ein Motto. Spontan fällt mir da jetzt irgendwie gar nichts ein. Aber ja. Also eigentlich das einfach mal auszuprobieren. Ja. Also genau. Sich darauf einzulassen. Ja, genau. Bei der Konferenz freuen Sie sich auf? Die Beiträge der anderen Teilnehmer, also dort auch neue Ideen und Anregungen zu bekommen. Ja, wunderbar. Was werden Sie jetzt selber bei der Konferenz thematisch einbringen? Also wir bringen nichts ein, was jetzt direkt mit Studieren zu tun hat, sondern wir arbeiten mit Lehrenden und haben dort ein Inverted Classroom Modell umgesetzt und da geht es speziell um Beratung Studierender durch Lehrende. Okay, was bedeutet das konkret? Das bedeutet, dass Beratung ein Teil der Lehre an Hochschulen eigentlich ist, was viele Lehrende gar nicht so wahrnehmen. Mhm. Und dass es aber nicht was ist, was man automatisch, also jetzt kann, sondern dass das auch was ist, wo man bestimmte Konzepte, Modelle, Werkzeuge auch braucht. Und das vermitteln wir in diesem Kurs. Und den haben wir eben als Inverted Classroom Konzept zusammengestellt. Mhm. Das bedeutet, dass dann danach Lehrende andere Lehrende beraten und begleiten, oder? Lehrende begleiten Studierende praktisch in ihrem Lernprozess. Also das ist schon praktisch, Beratung ist ein Teil eigentlich der Lehre. Ah, interessant. Okay. Mhm. Wo findet dann diese Beratung statt konkret? Die Beratung findet bei den Lehrenden eben zum Teil, zum Beispiel Betreuung von Projektarbeiten, das ist eine typische Beratungsaufgabe, die ja viele Lehrende und vor allem auch junge Lehrende wahrnehmen müssen und mit der sie zum Teil auch wirklich auch überfordert sind. Ja. Okay. Und in dieser Weiterbildung für Lehrende setzen Sie, was für Vorbereitungsmaterialien setzen Sie da für die Lehrenden zum Beispiel ein, dass die sich, also, ja? Wir setzen dort eine Lernplattform ein, in die wir Videos eingebunden haben in Verbindung mit Aufgaben. Und diese Videos spiegeln eben eine reale Beratungssituation wider, die Lehrenden dann analysieren und anhand derer sie zum Beispiel auch Beratungskompetenzen erwerben können, zusätzlich zu ganz normalen Inputs in Form von Text, kleinen Comics, Fragen, die gestellt werden. Und das Ganze ist eben ein Blended-Konzept, im Prinzip
was man auch als Inverted Classroom bezeichnen könnte, mit einer kurzen Auftaktveranstaltung, wo die Teilnehmer sich kennenlernen. Dem gefolgt folgt eine ungefähr einmonatige Bearbeitung dieses Online-Tools mit den Videos, Arbeitsaufgaben und Arbeitsaufträgen, die die Leute eigentlich ständig durcharbeiten können, wo der Beratungsbegriff erklärt wird, verschiedene Werkzeuge kennengelernt werden, weiterführende Beratungseinrichtungen kennengelernt werden und dann folgt ein Praxistag, also nach diesen bei dem eben praktisch an praktischen Übungen, dass dann wirklich geübt werden kann, was Sie in diesem Online-Tool kennengelernt haben. Genau. Wunderbar. Sie werden das ja auch in den Format Dialog Posterwalk einbringen, auf das freuen wir uns schon ganz besonders. Und ja, so bleibt mir nichts anderes noch zu sagen als wunderbar, dass Sie sich bei der Konferenz eben einbringen und dass wir freuen uns auf einen ganz einen spannenden Beitrag. Vielen Dank. Vielen Dank auch Ihnen. Also wir freuen uns, dass wir dabei sein können.